Ja, hier sind wir noch ein einziges Mal. Den Kennern dürfte aufgefallen sein, dass etwas gefehlt hat. Ja, ich werde jetzt noch den Epilog vorlesen, da ich diesen nicht aufnehmen kann. Nun ja, ich fange an. Epilog. Als die chaotischen, wirbelnden Energien abbebten, kehrte über den Schlachtfeldern von Ayur eine düstere Ruhe ein. Durch Tassadas edles Opfer war der Overmind tot und die Zergschwärme waren in alle Winde zerstreut und aufgerieben. Doch als die Helden ihre einst wunderschöne Heimat betrachteten, wurde ihnen klar, welchen Preis sie dafür gezahlt hatten. Nichts war mehr wie früher. Ayur war eine einzige rauchende Ruine. Die wenigen Protoss, die den letzten Kampf überlebt hatten, stellten sich bedrückt die bange Frage, was die Zukunft für ihre Rasse wohl bereithalten würde. Und auf dem weit entfernten Planeten Char wusste Kerrigan, die selbsternannte Königin der Klingen, dass die Zeit ihres Aufstiegs immer näher rückte. Mit den Worten, bis Starcraft Brood War.